Bin ich meinem Schicksal ausgeliefert oder habe ich Einfluss darauf, mein Schicksal in eine andere Richtung zu lenken? Und wenn ich mein Schicksal verändern kann, ist das nicht Gotteslästerung? Gibt es wahrscheinlich einige, die so denken. Nur heute möchte ich ein bisschen in diesem Video auf dieses Thema eingehen, um zu zeigen, dass sich die Welt verändert hat, dass sich vieles aktuell verändert hat. Früher waren viele davon überzeugt, auch da, wo ich herkomme, die Familie, ne? Ich komme ja aus Tunesien, dass wir dem Schicksal ausgeliefert sind und das, was uns, ja, das, was wir erleben, ist bereits vorgeschrieben und das ist einfach das Schicksal, da können wir nichts dran machen. Nur gibt es, hat das Wissen gefehlt, was heutzutage überall verbreitet ist, dass wir aus Energie bestehen, dass das gesamte Universum aus Energie besteht und dass diese Atome, diese Energie, wenn unser Geist da hinschaut auf ein bestimmtes Thema und das beobachtet und auch im Körper fühlen kann, dann fängt es sich an zu formen und in unsere Realität zu kommen. Bedeutet, wenn ich eine Frau bin, die ständig Pech hat in ihrem Leben, ständig nur Pech mit Männern und eigentlich immer nur unglücklich und davon überzeugt bin, aber das ist das Schicksal, kann sich eh nichts ändern, so ist es halt vorgeschrieben, wird es auch so sein, weil ich davon überzeugt bin und ich es selbst mit erschaffe, weil ich ständig dahin schaue und das erwarte und davon überzeugt bin, dass das mein Leben ist. Wenn ich aber verstehe, als unglückliche Frau, der es eigentlich voll schlecht geht und die immer nur Pech hat, dass wenn ich jetzt mein Sein verändere, wenn ich anfange, andere Dinge zu erwarten, wenn ich in meinem Geist anfange, Bilder entstehen zu lassen, die mir gefallen von einem schönen Leben, von einem glücklichen Leben, dann fängt sich auch meine Realität an zu verändern. Kann sein, dass ich mir Bücher anziehe, die mir zeigen, wie ich meine Glaubenssätze verändere oder Menschen, die in mein Leben treten, die mir helfen und mich unterstützen, das zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert, dass ich meine Glaubenssätze verändern kann, dass ich meine Überzeugungen verändern kann, meine Erwartungen verändern kann, dass ich mehr vom Leben erwarten kann, als ich die letzten Jahre eigentlich erwartet habe, dass ich es wert bin, in einem glücklichen Leben zu sein. Kann man das so sagen? Dass ich glücklich sein kann. So, bevor ich jetzt hier drum herumlabere, das, was unser Geist sich vorstellt an Bildern und das, was unser Körper fühlt, das können wir in diese Welt runterziehen. Das hört sich jetzt komisch an, runterziehen. Ich stelle es mir halt immer so vor, vielleicht ist es auch gar nicht so, dass wir energetisch hier oben in unserem Kopf, also das, was in unserem Geist ist, das, was ich mir vorstelle, ist jetzt hier oben durchsichtig. Ich stelle mir gerade etwas vor, sagen wir mal, ich stelle mir jetzt gerade 5000 Euro vor und die stelle ich mir jetzt hier oben vor. Passend zu den Gefühlen, die jetzt hier sind, bin ich gerade im Mangel oder fühle ich den Überfluss, wenn ich das immer wieder hier in meinem Kopf habe und das passende Gefühl dafür, wenn ich die 5000 Euro hier in meiner Tasche hätte, erschaffe ich das mit. Und wenn ich sage, ich erschaffe das mit, bedeutet es nicht, es gibt keinen Gott und ich kriege das jetzt irgendwie alleine hin. Ich bin überzeugt, dass es eine größere Kraft gibt, die uns hier begleitet, die durch uns das alles hier erfährt. Und das heißt auch nicht, dass ich, aber das heißt nicht, dass ich die 5000 Euro einfach jetzt hierher zaubere, sondern dass es einen Weg gibt, dass ich an diese 5000 Euro komme. Entweder verdiene ich sie, gewinne ich sie, bekomme sie geschenkt, finde sie irgendwo, keine Ahnung, dass die irgendwo da rumliegen. Also das heißt, es gibt einen Weg, dass ich da dran komme. Wir haben die letzten Jahre aber gelernt, schön mit unserem Verstand nur zu arbeiten und zu überlegen, nee, das geht nicht. Wenn ich jetzt genau überlege, 5000 Euro kann ich innerhalb von der Woche nicht bekommen, weil dann müsste ich das und das tun und es dauert mindestens 3 Monate, 1 Monat, was auch immer ich dafür Überzeugung habe, was ich dafür Glaubenssätze habe, wie ich Geld verdienen kann. Bedeutet, wenn ich den Verstand ein bisschen zur Seite schiebe, den brauchen wir auch, und mehr reinschaue, die Energien, wie sie hier funktionieren im Universum und dass mein Geist sehr, sehr mächtig ist, Dazu gibt es noch ein extra Video. Dazu werde ich euch nochmal ein Audio-Video machen, das wird morgen folgen. Da gibt es einige Institute, die daran interessiert sind, dass wir es nicht wissen, wie mächtig unser Geist ist, weil sich da einiges verändern wird. Aber es ist nicht aufzuhalten, es wird immer mehr verbreitet, dass wir sehr mächtig sind mit unserem Geist. Und das, worauf wir uns fokussieren, das ziehen wir an. Dazu könnt ihr, also ich mache das oft mit meinen Kindern, wenn wir Zeichentrickfilme schauen. Es kommt mittlerweile überall an. Da gibt es einen Zeichentrickfilm, da wurde zum Beispiel gezeigt, da war so ein kleiner Wurm, der hat versucht, in das Geist des Jungen reinzugehen. Das war irgendwie der Böse, der kleine Wurm. Und der sprach mit ihm und meinte, du kannst dich gegen mich nicht wehren. All das, was ich möchte, das wirst du dir jetzt vorstellen, damit wir das
manifestieren und erleben werden. Irgendwie sowas in diese Richtung. Und der Junge meinte, nein, aber ich möchte das nicht. Es waren halt ganz dunkle Bilder und was ganz Böses. Und der Junge wollte das nicht. Und er meinte, du kannst dich nicht gegen mich wehren. Das geht nicht, weil ich sage dir. Und dann fing er an zu sagen, was er haben möchte. Und der Junge fing an, das sich vorzustellen. Und irgendwann stand der Junge auf und meinte, ich kann entscheiden, dass ich anders denke. Und dass ich das denke, was ich will. Und als ich dieses Zeichentrick, also es ist nicht nur das, in fast allen Zeichentrickfilmen kommen solche Sachen vor, wo ich mir denke, also noch deutlicher könnt ihr uns die Message ja nicht rausgeben. Also wenn jetzt, also langsam müssten die Menschen aufwachen und das verstehen, dass das, was sie in ihr Geist reinlassen, dass das hier alles mit erschafft. Also dürfen wir weniger Nachrichten gucken, dürfen wir weniger Horror gucken, dürfen wir weniger Dinge uns anschauen, die uns runterziehen und die uns Angst machen und mehr an das glauben, was wir wollen. Ich weiß, dass es schwierig ist, weil wir Menschen die letzten Jahrtausende einfach versklavt wurden ohne Ende und nicht so schöne Dinge erlebt haben und deswegen uns selbst nicht vertrauen. Ne? Da ist halt ganz viel Angst. Aber man kann es testen. Man kann es einfach nur testen und anfangen, mal damit zu arbeiten, damit zu spielen, mit Kleinigkeiten. Was ich vor ein paar Jahren mal gemacht habe, dass ich mir eine Packung Tempo manifestiert habe. Ich habe einfach daran gedacht, okay, das ist leicht, weil das brauche ich nicht unbedingt. Wenn ich es habe, gut. Wenn ich es nicht habe, ist auch gut. Stell dir doch einfach mal eine Packung Tempo vor, wie du sie in der Hand hast, wie du dir die Nase damit putzt und du hast sie einfach bekommen. Ja, ohne dass ich sie jetzt gekauft habe. Und wir sind dann zum Spielplatz gegangen und ich saß da. Und eine Frau saß neben mir, wir haben uns unterhalten, ist sie aufgestanden. Ich habe es nicht gesehen, ihre Tempopackung ist rausgefallen, lag dann da auf der Bank neben mir. Sie ist gegangen und dann war sie irgendwie weg. Und dann habe ich es gesehen, wollte sie noch rufen, hat sie mich nicht gehört. Dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich mir meine original blaue Tempopackung manifestiert, weil ich daran gedacht habe. Oder einen gelben Schmetterling hatte ich mir mal manifestiert das war glaube ich im Frühjahr, da war es aber noch kalt, wo ich mir dachte, naja, jetzt gibt es ja keine Schmetterlinge. Es war aber ja trotzdem Frühjahr, es fing ja langsam an. Und dann sehe ich einen gelben Schmetterling. Oder jetzt vor kurzem habe ich mir überlegt, eine weiße Feder wäre doch schön. Weiße Feder bringt doch Glück. Dann habe ich mich mit einer netten Freundin im Park getroffen. Und da lag eine weiße Feder. Ja, also fangt mal mit kleinen Kleinigkeiten an, dann wirst du sehen, okay, wir brauchen das Vertrauen. Wenn wir in das Vertrauen reinkommen, dass es für mich möglich ist, mit zu manifestieren, weil wir damit aufgewachsen sind, das gibt einen Gott, der dich von oben beobachtet und wenn du irgendeinen Fehler machst, wirst du bestraft. Ja, also wir stellen uns das immer alles vor, nicht wir, aber viele, dass wir Sünder sind und dass wir bestraft werden und dass uns vieles nicht zusteht. Und das hat schon einen Grund, warum wir so in diese Richtung erzogen wurden und warum immer noch bis heute viele diesen Glaubenssatz haben und auch einige jetzt hier im Video, die mir zuschauen, denken, oh mein Gott, was erzählst du? Natürlich ist es so. Natürlich ist es nicht so. Ja, Gott liebt uns und wir sind wichtig und wir sind geliebt und es steht uns zu, ein schönes Leben zu haben und es steht uns zu, das Leben zu leben, in dem wir uns wohlfühlen. Das war's zu dem heutigen Video. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu lang geworden. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal.